Zuschauer, zeigen wir euch das Spiel. Pass the Picks. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Ihr kennt das Spiel. Der eine oder andere kennt es mit Sicherheit. Es sind nur kleine Schweinchen früher gewesen. Damals so eine Box noch. Ich weiß gar nicht, die habe ich auch noch hier irgendwo. Aber es gibt jetzt hier so eine neue Box, größere Box, Winning Moves, der Verlag. Pass the Picks. Big Picks, natürlich internationaler Name. International wird es ja auch verkauft. Und die Schweine, die sind jetzt etwas größer geworden. Das seht ihr ja auch. Das sind Riesenschweine in jedem Fall. So, und was macht man mit den Schweinen, Alina? Ist eigentlich relativ simples Prinzip. Man wirft die. Wie funktioniert eigentlich das Spiel? Es geht ja eigentlich nur ums Werfen und Punkte zählen. Hier gibt es eine Übersicht. Die Silke hat auch nochmal eine Übersicht, wenn es um die Combo geht. Alina, wirf mal beide Schweine, dann schauen wir die mal. Die hast was du gerade schon geworfen. Ja, dann wirf ich nochmal. Nee, ich hab gerade geworfen. Dann darf ich beide gleichzeitig. Ich wirf sie nämlich immer einzeln. Aber man wirft sie zusammen. Oh, ich schieb sie ein bisschen zusammen. So, warte mal, Alina, die Mama muss auch schauen, stopp. Weil da gibt's noch Kombo-Punkte. Da jetzt nicht, die ist auf der Seite. Nee. Ah, die liegt auf der Seite, keine Kombo. Das heißt Einzelzählen. In fünf dem Fall. Ist ein Razorback. Es gibt fünf Punkte, genau. Wie nennt sich das nochmal? Razorback. Übrigens, das Spiel ist ab sechs Jahre in dem Fall. Kann jetzt auch weitermachen. Ich mach weiter. Er kann aber auch die Punkte, die er jetzt gesammelt hat, verlieren. Ich mach weiter. Bin doch gut im Spiel. Oh, Halle. Das ist super. So. Das nennt sich Torture. Und wieder ein Cider. Das sind wieder sechs Punkte. So, das war in dem Fall das Spiel. Spielzeug, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker, der sehr beliebt ist, gerade in Partyrunden, wenn man dann mit solchen großen Schweinen kommt und sagt, mach mal ein Würfelspiel und dann kommt ihr plötzlich mit diesen Schweinen rein. Eigentlich sollte ich es da oben haben in der Partyspielrichtung, weil da habe ich euch schon einige Partyspiele vorgestellt. Ehrlich gesagt, es ist jetzt kein Spiel, das ich regelmäßig raushole. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, dass es auch so eine größere Version gibt. Es ist ganz witzig, den Kindern macht es natürlich Spaß, aber es ist ja quasi ja international auch von den Regeln ein bisschen auf Englisch gehalten, auch was jetzt hier die Übersicht angeht. Es gibt zwar einen Blog, wo man dann alles hier hinten eintragen kann, aber an sich ist das Prinzip recht simpel und einfach. Es ist okay, es ist ein Absacker, aber wenn ihr das Spiel nicht habt, habt ihr jetzt auch nicht viel verpasst. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt jetzt auch mal sowas Ungewöhnliches haben, sowas Witziges haben, einfach mal was anderes im Spieleschrank, wo die Kinder dann auch gerne Schweine werfen und Punkte zählen. Ist ja eigentlich auch ganz witzig, aber ja gut, jeder muss sich selber seine Meinung bilden. Ich finde es okay, man braucht es allerdings nicht wirklich. Aber vielleicht sagt der eine oder andere, ist doch cool, hol ich mir. Warum auch nicht? Das bleibt dann natürlich euch überlassen. Aber es ist ja eine bunte Auswahl an Spielen. Nicht alle Spiele empfehlen wir. Wir stellen natürlich auch immer mal Spiele vor, wo wir sagen, die sind nicht so toll. Und das zählt jetzt für mich zu den Spielen, wo ich sage, braucht man nicht unbedingt. Wie ist es bei dir, Alina? Mit den Schweinen so und mit dem Buch auch so und mit denen auch so und mit denen. Und mit den Blättern da drin so und mit dem Stift. Das heißt, du findest super das Spiel? Alles super, wie immer. Okay, ja, wir sind komplett anderer Meinung, aber es könnt ja ihr entscheiden, was ihr jetzt dazu meint. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.